Und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Wir befinden uns im Unterschlupf von Iris. Ich überlege gerade, was wir letztes Mal... Wir haben den Boss gelegt, glaube ich, mit dieser seltenen Fotografie, ne? Und haben rausgefunden, ach ja. Nee, das... Doch. Nee. Wir waren in der Fabrik. Da Spaß. Ja, wir waren in der Fabrik. Ach, schön. Genau. Wir haben heute 2 Stündchen Zeit. Das heißt, Timer setzen wir auf 0 sozusagen. Und... Wer hat mich gerade angerufen? Nee. Und wir sagen, legen wir direkt mal los. Mal gucken, was wir heute noch so erreichen können. Wird er es schaffen? Wird er es schaffen? Oh, das Schlimmste hat er überstanden. Dank dir, er braucht jetzt nur viel Ruhe. Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich. Sie wurden bereits kopiert und bearbeitet. Du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Sei vorsichtig, Jade. Ben. Beenden. So, was hast du denn noch zu erzählen, mein Freund? Sind schon viele Iris-Agenten von der Alpha-Abteilung gefangen worden? Wir sind so vorsichtig, wie es eben geht, aber sie sind überall. Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auf Hills gehört. Der Chef der Hills-Gruppe? Niemand von uns kennt seine wahre Identität. Wir können ihm nicht helfen. Wir wissen nicht einmal, wer er ist. Hält die Alpha-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen. Dort scheinen alle Bewegungen zusammenzulaufen. Es wird sehr schwierig, dort hineinzugelangen. Wir waren drin. So, hey Kumpel, was hast du noch zu sagen? Sind die Schlachthäuser militärisches Sperrgebiet? Ja. Das Ganze ist eingekreist. Man kommt nicht mal in die Nähe. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hovercraft-Rennen ansehen. Ich weiß, dass eine der Rennstrecken nahe an der Mauer vorbeiführt, die Schlachthäuser. Wir müssen jetzt ins Schlachthaus übrigens. Sehr gut, dass wir das gerade lesen. Wenn das stimmt, könntest du die Rennstrecke verlassen und von dort aus in die Schlachthäuser gelangen. Keine Chance, aufs Meer zu kommen, dank ihres antidomzistischen Schutzwalls. Du sollst mal sehen, was die Rhinos für dich tun können. Obwohl sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hovercrafts. Rhinos! Ey, was geht, man? Ja, der wird schon wieder. Ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Cool. Ah, Foto! Sprint ist Leertaste. Oh. Ja, Kudaba! Kuda, Kuda! BFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Cool, Mann. Carlson und Peters, Seite 823. Du kommst mit? Oh, du bist der Hammer. Habe ich noch einen Snack für dich? Hier. Q ist die Taste. Geil, Mann. Ich mag dich. Aber da bitte. Team nicht auflösen. Okay. Wir müssen auf die Rennstrecke. Alles für Iris! Tanz los! Alles für Iris! Hi Rob, hast du dein Taxi verlassen? Da kannst du einen drauf lassen. Wir dürfen ja nicht mal mehr Hills verlassen. Und dabei gibt es im Moment einige wirklich sehenswerte Wale im offenen Meer. Sicher in ihrer Schale. Ist die Perle ein Sklave der Strömung? Macht weiter, Leute. Ich habe gerade 3 neue Perlen für euch gesammelt. Cool, Mann. Und wo sind die? Krieg ich die auch? Was geht hier ab? Steht auf! Hillis ist in Gefahr! Hiliana steht auf! Hillis Sie haben die militärische Grenze verstärkt? Sie wollen ihre Meinungsfreiheit unterdrücken. Sicher in ihrer Schale ist die Perle eines Sklave der Strömung. Du hast recht, es ist Zeit, dass die Bewohner von Hills aus ihren Schalen kommen. Nice, Mann. Du bist dasselbe. Also, hier geht scheinbar langsam eine Revolution, kündigt sich an. Ich brauche hier noch ein paar von.
Hi Nuri, hast du Hunger? Ach ja, entschuldige. Kontoidentifizierung, okay. 1, 2, nehme ich 3 mit. So, 2, 3, passt. Hey, lass mich da durch. So. Sicher in ihrer Schale. Du kennst das eigentlich nicht schlecht. Fantastische Arbeit. Euch meine Perle. Viel Glück. Okay, cool, danke. Aber die habe ich schon gekauft. Beide. Da kommen wir mittlerweile auch lang. Nur es geht hier gerade für uns noch nicht weiter. Wir müssen also wirklich in das Schlachthaus. Beziehungsweise der Typ da hinten, der ist so teuer. Da können wir uns noch keine Perle leisten. Oh, doch für 4000, aber... Dann verlieren wir alles andere, was wir nur haben. Geh mal jetzt hier weiter. Hey, Mann. Und wir gehen mal zu den Rhinos. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinfahren. Ups. Ah, in die Hills. Ja, jetzt schieß mitgerechnet. Ist das die richtige Strecke zu den Rhinos? Ich glaube nicht. Nee. Kann man da eine Runde fahren eigentlich? Wow! Okay, man kann da keine Runde fahren. Das heißt, wir müssen sehr wahrscheinlich da lang, um da drüber zu springen. Möglicherweise. Das nur. Wo sind wir denn jetzt? Ich hab mich verfahren. Noch ein. Der kann nämlich nicht schaden. Oh, die Steuerung ist hier etwas schwierig auf dem Wasser. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ja, nice. Waren wir da? Waren wir doch schon mal, oder? Alter! Boah, Boot. Ah, zu nah. Geil! Manta Cyanea. Bravo, Jade. Nice. Okay, dieser Film ist... Geil! Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Film neu laden. Mach das. Bin sehr stolz auf uns. Cool. Neun Perlen haben wir jetzt. Bin ich gerade zurückgefahren? Ach, keine Ahnung. Fahren wieder hier rein. Jetzt bin ich verwirrt. Warte, wo bin ich denn jetzt? Gute Arbeit. Was zur Hölle? Wo sind die denn jetzt gelandet? Überhaupt nicht mein Ding. Mein Plan. So. Ich speichere einmal kurz. Ja, überschreiben. Erfolgreich. Cool. Mal warten, bis das Feedback ist. Geil. Oh, da sind noch mehr von den Viechern. Kommen wir da schon rein? Ja. Geil.
Geil, geil und geil. Ein Krohax, Miss Jade. Er entkommt mit einer Perle. Hab ich schon. Eindringlinge, Eindringlinge, Zerstörungsprozedur. Attacke! Ah, nicht das. Komm, ich lock den mal hier rein. Carlsen und Peter. So, jetzt. Ja, Sir. Oh. Attacke! Ah, ich kann... Ja, das war mein Ziel. Kann man da reinfeuern. So, drücken. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Geil! Lass mal einsammeln. Das Vieh holen wir uns noch. Keine Sorge. Was haben wir denn hier? Perfekt, ah. Ich nehm's auf. Geil! Fahrzeug ist ein bisschen. Wird besser geschützt, sagen wir das. Boost. Du kommst wieder in Ordnung? Ich glaube schon. Das ist das zweite Mal, dass sie mein Leben gerettet haben, Miss Jade. Tja, Carlson und Peters, Seite 822? 23, Miss Jade. Ich dachte, der Schlachthausbezirk wäre auch gesperrt worden, oder? Bestätigt. Ich habe gehört, dass auf einer Geheimstrecke auf der Strecke 3, von Rennen 3 in der Nähe des Schlachthauses. Ah ja, sehr gut. Ist noch benutzbar. Hier. Danke, Miss Jade. So, ich muss jetzt einmal was essen. Dann muss ich tätigen. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Das ist viel. Na ja, gut, dann holen wir uns noch ein paar von denen hier. Hm? Okay. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Komm her! Warte auf Befehle, Miss Jade! Ja, ich warte, dass das Vieh mal zu mir kommt. Oh, nicht weg! Ja, Sir! So, jetzt. Schön. Es fehlt nur noch eins. So haben wir uns auch noch. Eindringlinge. Eindringlinge. Zerstörungsprozedur. Carlsen und Peter. Was? Das hat nicht geholfen. Und es halt nochmal. Kriegen wir schon hin. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Warte auf Befehle, Miss Jane! So geht's auch. Danke. Oh! Respektiere das Heimteam, Kapitel 2. Oh, das sind 3 Perlen. Oder doch nur eine? Nein, das sind wirklich 3 Perlen. Geil! Die Mamago-Werkstatt wird sich freuen. Das sind richtig gut. Dass wir die gefunden haben. Richtig gut. So, das haben wir jetzt
Das war ein schönes Level. Da komme ich rein. Naja, dann gehen wir wieder raus. Neue Viecher. Komm rein, Kumpel. Da lang. So. Was war das? Du hast gerade gesehen. Das habe ich schon. Euch wollte ich nicht. Da war gerade ein Wal. Da ist er. Ich warte kurz. Vielleicht kommt er ja wieder. Super schlechtes Bild, aber er heißt Megapetera purpurea. Perfekt. Ich datiere es und lege geil. Es gibt richtig Kohle. Ist da irgendwie... Irgendwie weiter? Oder ist einfach nur eine Runde? Ne, ist einfach nur eine Runde. Das ist der Rochen da oben, den haben wir schon gesehen. Da ist der Drache in der Höhle. Und dann geht es hier zurück in die Stadt. Also hat der kleine Ausflug sich doch gelohnt. Wow! Würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt einmal auf die andere Seite fahren. Ja, laber nicht. Glaubt dir kein Wort. So. Oh, gut. So. Da musste ich die Mieser einmal verscheuchen. Oh, jetzt machen sie was Illegales. Ups. Zu Mamagos kommen sie immer zurück. Ey, seid doch einfach geil, Leute. Hey Jade, wo hast du die ganze Zeit über gesteckt? Naja. Weißt du? Nichts geht über Perlen. Alpha-Abteilung begriffen. Die sammeln sie in den genannten geschützten Bereichen. Aber Hills besitzt immer noch eine Menge Ressourcen. In jeder Höhle ist mindestens eine Perle verborgen. Jo Jade, bist immer willkommen bei Kur. Heute ist noch Mangos Werkstatt. Ja, das haben wir ja schon alles mal gefragt. So. Das haben wir aufgekauft. Hier gibt es erstmal nichts, was uns interessiert. Yeah, oh. Irgendwas, womit man über Wellen springen kann. Und damit man als Bonus auch über Schutzbarrieren kommt. Nimm die Sprungkette, Jade. Du wirst nicht enttäuscht sein. Na klar, wenn du es sagst, akzeptiert nichts außer Perlen. Sprungkit, 15. Ich habe 22. Oh, das ist so viel. Ja, ich muss den ja kaufen. Sehr storybedingt. Ich weiß nicht, ob ich an weitere 13 Perlen komme, einfach. Perfekt. Ohne dieses Sprungkit vorher zu holen. Ich könnte mir auch das Flugding holen. Hätte ich. Ich hätte das Spiel mich aufgehalten. Das zu riskieren. Bis bald! Geil! So, jetzt frage ich mich nur. Ah, rechter Stick. Rechter. Rechte Maustaste. Na dann, fahren wir einmal zur Rennstrecke. Die ist rechts. Geil, nee. Verdammt. Oh. Diese Richtung. Ich
schießen links, springen rechts. Das wird ein unglaubliches Rennen. Blut, Gewalt, Spaß für die ganze Familie. So. Wir wollen zu 3 und 4. Das heißt, wir fahren in Kanal 1. Hä? Was? Was zur Hölle? Wieso führen die beide denn an dieselbe Stelle? Sind die auf der anderen Seite? War lustig, man kann die sogar anspringen. Aber das macht doch gar keinen Sinn, hier ist doch der Dings. Bin ich jetzt total plempern? Kann ich hier noch links weiter? Ich bin gerade irgendwie leicht irritiert. Also, hä? So, hier waren wir eben drin. Aber warum sagt ihr mir denn jetzt? Unglaubliches Rennen! Blut, Gewalt! Spaß für die ganze Familie! Rennen 1, Rennen 2. Aber wir müssen doch Rennen 3. Ja. Ziele und Karten. Ja, das ist das. Okay, Mails. Hilft uns nicht. Charakter wählen. Was hast du hier? Carlson Peters. Okay. Was zur... Warte, Musik. Die habe ich schon gewonnen. So. Das ist... Moment. Ja, das hilft mir absolut nicht. Sie haben versucht, die gute Republik zu zerstören. Also. Das ist der Ausgang. Hier sind die Rennen. Wir gehen jetzt nochmal in die Map. Wenn wir jetzt rechts gehen. Das sind die Koder und Perlen. Keine Tiere. Hier anlegen. Also hier kann man anlegen. Cool. Neuer Bereich. Alles klar. Nein, da lang. Kamera. Danke. Das war knapp. Man muss das gedrückt halten jetzt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo wir hier sind. Hey, aber cool. Ich nehme sie gerne. Perle. Schauen wir nochmal auf die Map. So. Die sagt, hier ist nichts mehr. Das war's hier hinten. Hier war einfach eine Perle versteckt mit Laserstrahlen. Okay. Naja, wenn ihr das sagt. So. Aber ich raff jetzt immer noch nicht, wo die Rennen sind. Mal ernsthaft? Das kann doch nicht sein. Die waren doch da. Da haben die das. Wir hatten doch schon 3 und 4 gesehen. Gehen wir jetzt nochmal rein. Keine Ahnung, warum da.
2. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. So. Wir hauen schon mal die Triebwerke an. Jetzt kann ich auch springen. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. 3, 2, 1 und los! Oh, dein Ernst? Okay, ich muss halten jetzt. Das sind wir doch gefahren. Oh, Kamera. Konzentration. Carson und Peters! Sind wir Carson und Peters? Oh, man kann die ja sogar abschießen. Das ist ja lustig. Ah, das heißt, ich habe oben. Ne, das ist mein Rang. Denn ernsthaft? Wo kamst du denn bitte her? Die letzte Runde für die kleine Anfängerin! Ist weg! So. Denn ernst, wie schnell ist der denn? So. Wir schaffen es! Was für Loser! Was für Schwächlinge, Mist! Ich mag den Typen wieder. Super. Was für Loser! So, ich weiß nicht, was in dem Rekord da oben. 28 Sekunden? Oder was? Ich versteh's nicht. Also sind wir ja schon gefahren. Die Rennen. Wo ist denn Rennen 3? Sehr, Rennen 1 und 2 sind wir gefahren, hundertprozentig. Und hier war Rennen 3 und 4, nicht 1 und 2 drin. Oder bin ich jetzt komplett blöd? Kein Sinn! Das macht einfach keinen Sinn! So, nimm mal den Fotoapparat. E-Kompass. So, rennen. Schwarzinsel. Fußgängerzone. Basis. Rennen. Hilft uns nicht. Fahr jetzt hier nochmal raus. So. Kompass. Fabrik. Waren wir da nicht drin? Stadt. Schlachthausrennen? Dein Ernst? So, da in der Fabrik waren wir letztes Mal. So, wenn jetzt muss ich hier. Da ist das Schlachthausrennen. Wieder zurück. Und einmal hier hin. Kommen wir auch wieder in die Hilis raus. So, Kompass. Ernsthaft direkt vor uns?
Was zur Hölle? Sieht ganz geil aus. Das Rennen ist da vorne? Na gut, dann machen wir halt Folgendes. Dann komme ich mich raus. Das ist ja geil. Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss J. Shawnee, Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Natürlich. Shawnee. Ach, Entschuldige, hab ich. Die nehme ich mir noch mit. Sieh mal, die Doms haben noch ein Boot versenkt. Boah, ist das... Nein. Ernsthaft? Ah, das ist wieder so ein Walvieh. Komm schon. Spring nochmal. Und sicher gehen, dass du das... Der ist riesig. Den habe ich schon, ne? Borealis. Nein, der ist... Du hast es gefunden? Dabei war ich mir sicher, dass die Geschichte nur Anglerlatein war. Das ist noch ein anderer gewesen. Okay. Wusste ich nicht. Es gibt verschiedene von diesen Wahlen. Das ist ja der Hammer. Den habe ich aber schon. Manta Magdi Vincenz. Okay, ich habe ja das. Was? Warum gibt's die denn doppelt? Das ist ja mega. Und weg. So. Ich will gar nicht weg. Nein. Aha, dreh nicht so viel. Dreh, hör auf dich zu drehen. Da rein. Rennen 3 und 4. Die waren doch vorher woanders. Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jade. Okay, dann muss ich erstmal in die 3, alles klar. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Eine Flammenlinie? Kann ich auch. Okay. Go! Aus dem Weg! Ah, okay, da muss ich drüber springen. Jetzt müssen wir einen Eingang finden. Erstmal das Rennen gewinnen, würde ich sagen, dann fahre ich das nochmal. Zweite Runde für die kleine Anfängerin. Okay, da sind die Speeddinger. Geh weg, du Funzel. Jawohl, das war locker, Mist. Die letzte Runde für die kleine Anfängerin! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Ja, die holst du. Kassel und schwierig. Schwierig, Rufus. Ja, ich war knapp dran. Das müssen wir nochmal machen. Zweiter. Ah, es ist nicht so. Nee. Es gibt einfach nur ein bisschen Geld. Nee. Sorry, Leute. Ich will nur nochmal machen.
So, ups. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Steckvolk zurückzukehren. Sind aber nicht leicht zu bekommen, muss ich sagen, die Speedpads. Speedpads. Schlimm. Drei, zwei, eins und los! Un poquito de benzina para tu vida, porque Juanito el negano es un papel de turbo para que quieras ser mejor. Da ist noch eins. Un poquito de benzina para tu vida, porque Juanito el negano es un papel de turbo para que quieras ser mejor. Und nun muss ich sie alle bekommen. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin. So, da ist das Speedpad. Speedpad. Kann ich nicht treffen, der ist zu klein. Die letzte Runde für die kleine Anfängerin. So. Kann ich mal hier Anfänger sind. So. Ups. Das war gegen die Wand. Das war nicht geplant. Und da habe ich nicht springen, sonst lande ich da oben drauf. Und dann habe ich gewonnen. Unglaublich, die kleine Anfängerin! Mann! Muss man wissen, wie. Besser als Carsten und Peters. Gib mir die Perle. Auch Money. So. Auch geil. Ist Rennen 4 schon freigeschaltet. Jetzt. Alter, warum? Ja, okay. Komm, haken wir auch direkt ab. Und dann müssen wir 3 fahren, damit wir das Loch in der Mauer finden. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die sehen nicht freundlich aus. 3, 2, 1 und los! Aus dem Weg! Boah, ist diese kurvenreich. Okay. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin. Warum denn nicht die Speedfinger? So, jetzt kommen super viele Kurven. Schade. Oh, oh, da denke ich jedes Mal, ich kann da nicht lang fahren. Die letzte Runde für die kleine Anfängerin. Halt die Gusch da oben hier. Ich drück meine Fighters gerade so hart rein. Aber die Speed-Taste. Oh shit. Was für Loser. Was für Schwächlinge, Mistake. So, ah, den haben wir auch sehr schön. Ja, der macht auf jeden Fall was ein bisschen an Zeit. Oh, da ist auch noch einer. Wupp, wupp. Wir sind knapp auch immer nur eine Minute schlechter. Okay, hier fast 2, aber... Geil, würde ich sagen. Oder? Easy. Jetzt extra ein Rennen. Na fuck. Ein Rennen extra verhunzen, damit wir weiterkommen. Ich mach das nicht. Das ist nicht so mein Ding. So. Rennen 3. Okay, komm. Das Loch in der Mauer.
Die Alten, die Schwachen und die Kannst du es direkt starten lassen, bitte? Haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Oh Gott. So, was haben wir denn hier? Komm schon. 3, 2, 1 und go! Ah, jetzt. Ach, jetzt habe ich den Start verpasst. So, blöd. Geil, oder? Was ich hier für einen Drift hingelegt habe. Richtig gut für mich. Oh, was ist denn das? Oh, lustig. Wer hätte damit gerechnet? Willkommen auf der Schlachthausstraße. Das alte Schlachthaus. Wir sind auf der richtigen Fährte. Wow, der war knapp. Au! 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 Könnt ihr mal aufhören? Gut gemacht, Mist. Wer denn? Oh, meine Güte. Wow. Oh, wir haben es geschafft. Fast da. Carsten und Peters! Seht ihr das? Eine Angulia Beefy da. Identifiziert, datiert, abgelegt. Beefy da! So, was bist du zu hören? Nichts, was wichtig wäre. Kann ich nicht zerschießen. Hier auch nicht. Ganz ehrlich, fahren wir da einfach mal da lang. Wo muss das ist? Keine Ahnung, was ist das? Minen oder sowas, ne? Nehme ich nur als Starker. Okay, da kommt nur was raus. Wir werden niemals da durchkommen. Ich werde es mit einem Torpedo versuchen. Mister. Ah, okay, das meinst du. Glaub ich jetzt nicht so. Wow! Wir halten nicht mehr lange durch. Oh, jetzt hör mal auf zu dem zu scheißen. So, also, da müssen wir rüber. Bam, so. Also das Einzige, was ich an mir sehen kann, ist das. Das kann ich nicht anvisieren. Kann ich das anvisieren? Kann ich da irgendwas? Passiert ja irgendwas? Nein! Was passiert hier? Oh Gott. So, kann ich mit diesen Kisten?
zufällig. Warum? Ich will die jetzt mal versuchen, da hinzuschießen. Vielleicht, wenn ich die in eine Kiste hinschiebe. Das funktioniert ja wirklich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte das absolut nicht erwartet. Sollen wir ein bisschen beeilen. Wir müssen seinen Suchradius kommen. Komm schon. Nur die Kiste. Er geht wieder. Aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich hoffe, es sieht nicht einfach aus. Ich habe etwas Druck. Jetzt aber. Sehr gut. Au! Ich darf nicht an ihr kaputt gehen, weil ich nur diese eine Kiste habe. Was ist scheiße? Meine Güte! So. Was ist jetzt so? Komm. Stirb, Kiste! Schwarze! Da kann man drüber springen, okay. Und hier sind Minen. Oh, 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 da ist mir nach vorne getrieben. Uhuhuhu. Komm schon, du sollst sie doch kaputt machen. Sehr schön. So. Boah, hallo, aber. Hat ein Hackmeck, ich sag's dir. Andocken. Meine Güte, du. Au. Brauchen wir davon was? Eigentlich jetzt gerade nicht. 4 Komplett Health. Ach. Kann ich. Nein, ich will nicht reden. Ich will. Achso, nee. Doch, da war es jetzt gerade. Ah! Jetzt. Konto, so. Identifizierung. Okay. Eine Büchse Karmaps stellt die Lebensenergie von die Retter. Ein SOD-Set stellt die Energie des. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Nehme ich mir davon auch nochmal welche mit. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeug. Die Reparatur-SOD stellt einen dachte, Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Achso, muss ich das getestet drücken. Naja. Gehen wir mal hoch. Guck mal, was wir hier so finden. Oh. Reden. Geil, oder? Gib mir Geld. Geld.
Einmal speichern, bitte. Die Röntgen... Ja, wir machen einfach nach unten wieder weiter. Cool. Vielen Dank, der Herr. Wo kommen die denn alle her? Geil. Haben wir ziemlich gut gemacht. Oh! Ah! Smart! Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin er führt. Ah, für Ruhm und Ehre. Smart, damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt. Kann man hier. Ich musste das aufschieben. Okay, aber. Komme ich jetzt mit dem Boot hier hoch? Jetzt wird's interessant. Ich komme hoch, geil. Das ist wirklich super. Gold. Cool. Oh. Au. Au. Au, au. Operieren. Was ist das denn? Wow! Fuck, Alter! Holy fuck! Das war null gewollt! Absolut ungewollt! Oh, jetzt kommt die wieder hervor. Alter. Okay, ich brauche einmal ein Reparaturkit für mein komplettes Fahrzeug. Ich weiß nicht, wo ich gerade herkam. Aha, von hier. Deswegen hatte ich so viel Speed. Oh, meine Güte. Die mir hier gerade abverlangen, ne? Da musst du wirklich die Rennen fahren können, aber das hier ist noch mal schwerer, muss ich ehrlich sagen. Zur Hölle, ist das euer verfickter Ernst? Warum ist hier so ein scheiß Labyrinth? Ich hasse das. Ah! Komm her. So. Dieses Boot macht mich wahnsinnig. Ich sag's euch. Noch nicht die perfekte Steuerung dafür rausgefunden. Da ist nichts. Okay. So, hier ist nur der zweite Eingang gewesen. Da ist jetzt die Kiste. Wofür ist um mich hin? Rennen 3 und 4. Ja, nein, 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 nein. Okay, das macht sogar Sinn, dass wir uns jetzt gerade die Abkürzung aufgeschossen haben.
sehe nichts. Habt ihr vielleicht gemerkt. So, das heißt, da waren wir, da führt es nach oben. Das ist auch egal, wir kamen von unten noch mal. Das heißt... Schlachthauseingang. Heilige Kanuli, ganz ehrlich. Dich haben wir auch noch nicht. Eine Trilobites Saltans. Bravo, Jade. Das kriegt ordentlich Kohle sogar. Ja, gut. Wir haben schon fast wieder eine neue Perle. Guck dir das an. Ein Bufo Erectus. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Ja, kein Ding, Mann. Frau. Ne? Muss ja. Andocken. Kann ich euch... Hier sieht irgendwie süß aus. So. Hep. Hep. Mich irgendwie... Warum konnte ich hier andocken? Wir sind definitiv... Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Echt? Cool. Vielen Dank. Ich nehme an, wir müssen da oben... Nein. Das machen. Geil, hä? Back to the boat. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Natürlich, kriegt ihr, meine Freundies. Au! Ich brauche mehr Beweise, Johnny. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Das ist so, ey, lass mich doch raus, du Arschloch! Nein. Wir brauchen erst mehr Beweise. Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Ja, da bin ich doch immer noch dabei, Leute. Ich bin doch gerade erst angekommen. Ich dachte nur, ich schicke euch schon mal alles. Mann, ey. Ist auch eine Abkürzung. Können wir andocken. Okay, endlich wieder. Alter, ich mag dieses Boot nicht. Habe ich das schon erwähnt? Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Wie denn? Du stehst da jetzt einfach nur dumm rum. Schlimm. Wortwörtlich. Diese Leertaste, das macht mich immer noch wahnsinnig. Knapp. Kontoidentifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt ja, die ich Lebensenergie weiß, komm, vollständig. Gib mir alle. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder geil. Her. Cool. Boah, jetzt einmal. Das hier hat mich fertig gemacht. Die kennen wir schon, oder? Ja. Oh, lustig. Entschuldigung.
War zwar nicht mein Ziel, aber passt schon. Ups. Okay, das geht schon mal auf. Das ist doch ganz gut. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Jetzt müsste noch mal runter, dass ich nach drüben rein kann. Go, 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 Mädchen. Au. Au. Komm schon. So. Mann. Ich kann ja verschieben bestimmt. Ja. Das schaffe ich nie allein. Okay. Dann mache ich mir kurz mal ein Foto hiervon. Wieso muss ich denn so weit weg sein dafür? Oh, fuck, Alter. Das ist wieder ein Riesending. Ich kann das nicht verschieben, das heißt, ich brauche den anderen Kerle. Aber wie kommt der denn hier hoch? Ach, ich kann... Dein Ernst? Dein Ernst, das ist... Och, Mann. Einen guten Beobachtung finden. Ja, aber ich... Du musst doch da hochkommen. Zu eng für mich. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Kannst du nicht einfach mitkommen? So. Ich kann hier weiter, okay. Weg gefunden. Hilft mir nur nicht. Kann ich damit nehmen? Hilft mir nicht. Da hinten. Wasser, Lampen. Komme ich ja nicht weiter. Guck ich halt nochmal. Versuch mal was. Ich wollte eigentlich meinen Hestsprung. Oh fuck, ernsthaft, wie schnell muss ich denn unten sein? Das ist doch nicht machbar. Spät, Miss Jade. Wie schnell muss ich denn da unten sein? Es ist einfach zu knapp. Wir müssten den Schalter irgendwie fernsteuern. Du musst einfach dem Scheiß durchfahren, wenn du... Ah! Wie muss ich denn das Boot fahren? Ich komme hier nur nicht dran. Das geht ja wirklich scheiße.
geht halt wirklich. Fuck, Alter! Keine Ahnung. Wieso kann ich auf dieses Tor gehen? Was zur Hölle? Es gibt auch noch eine Kameraeinstellung dafür. Wieso? Alter, okay. Irgendwie fernsteuern. Ich muss da oben drauf, weil da oben ist ein Gang. Da oben ist ein scheiß Gang. Das ist halt sau knapp. Ich kann von oben halt auch nicht runterschießen. Kommst du rüber? Wieso geht das denn nicht? Nee, da kann ich keinen Hechtsprung machen. Ich bin gerade echt überfragt ein bisschen. Wie geht's denn hier weiter? Ich komm da rüber und guck, ob wir da drüben irgendwas machen können. Also da hoch und darüber, da ist ein Geheimgang. Okay, aber an den komme ich nicht dran gerade, weil ich das Ding nicht von weiter hinten aktivieren kann. Also wenn ich da draufstehe sozusagen. Oder? Lass das nochmal versuchen. Mal von hier hinten vielleicht. Also ich bin ehrlich gesagt bezweifle ich ganz stark, dass das klappen wird. Ja. Jetzt müsste ich schon eine Wand abprallen, wenn ich hier hinschmeiße. Und die vielleicht irgendwann um die Kurve werfen? So Wanted Style. Kann ich noch mehr gehen? Nee. Da müssen wir jetzt nur auf die Map gucken. Komm mal her. Da hängen wir fest. Entweder kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Also, ich wüsste jedenfalls nicht, wie. Außer hier hinten gibt es noch einen Schalter zu aktivieren. Ah, das sind Lichter. Das ist auch ein Licht. Über uns ist ja auch noch mal was. Also wir kommen, ich sage jetzt, wir kommen hier noch nicht weiter. Ich wüsste auch nicht wie. Ja, absolut keine Ahnung.
So. Dann lass uns doch mal zurückfahren. Au! Nochmal zurück. Das geht nicht, ist eine Abkürzung. So. Wir sind doch komplett richtig. Aber wie kommen wir denn weiter? Jetzt machen. Schieß doch! Oh mein Gott. Dann kann ich nur ein Foto machen. Ich bin völlig überfragt gerade. Ich bin schon an den Punkt gerade angelangt, wo ich belege, ich sollte mal googeln, weil ich zu eng nicht. Für mich. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Ja, okay, aber das hilft mir nicht. Weil da hinten habe ich eine Kiste, die muss ich verschieben. So. Ich habe hier nichts, wo ich noch weiter hochklettern könnte, weil ich nicht weiterkomme. Um die Kurve springen kann ich auch nicht. Da oben drin ist irgendwas. So, und von hier kann ich den Schalter nun mal... Okay. Ach du Scheiße, das ist der Trick? Willst du mich verarschen? Meine Fresse! Alter! Ihr Pissköppe. Komm mal hoch, du Funzel. So. Jetzt will ich Folgendes von dir. Dass du... Schalter drückst, damit hier oben reinkommt. Mann! Oh, wir sind weiter, Leute. Hallo, Jade. Sie ist automatisch laufen. Nein! Kamera! So. Nehmen wir mit. Was auch immer. Ein Ignis Ignifera. Okay, Bild gespeichert. Cool. So, wenn das für ein komisches Tier ist. Okay. Film ist voll. Film ist voll. Das ging recht ich schnell. Ich überweise eine Perle, Jade. Danke. Und ich werde den Film neu laden. Ach, schon wieder. Sehr viele Tiere scheinbar. Okay, was bringt mir das Ganze hier? Da der Schacht jetzt zu ist, muss ich doch... Ist das nur dafür, dass ich das Tier kriege? Das ist möglich. Das traue ich denen zu. Das traue ich denen echt zu. Nice. Dann auf die andere Seite. Okay,
Okay, das nehmen wir auch noch mit. Die Wagenschleuse. So, was haben wir denn? Ein bisschen Schaden gekriegt, weil ich es nicht gerafft habe am Anfang, aber im Großen und Ganzen relativ einfach. Tür ist am Arsch. Hier geht es jetzt weiter. Kiste. Oh. Mehrere Sachen fürs Fahrzeug. Perfekto, ich nehm's auf. Geil, ein Schlüssel mehr. Das ist fantastisch. Aber das war's hier auch schon. Okay, dann sind es wirklich nur so kleine. Nee, das kann nicht sein. Ich muss hier doch wieder rauskommen. Ah, da. Ich nehme an, ich muss erst nochmal raus, damit er zu mir kommt. Ich höre ihn laufen, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Ihr hört ihn auch, oder? Ernsthaft? Hinter mir? Führt kein Weg hindurch? Geht man durch? Du Arschgeige! Komm, helf mir schieben. Eins, zwei, drei, schieben! Grundübung, Seite 2. Schieben, Herz. So. Ah, das ist genau mein Ding. Hier muss ich jetzt wieder Tasten drücken, damit ich springe. Das wird wahnsinnig. Ja, gut, macht aber auch Sinn. Wäre nicht der Taste für Schieben sinnvoller gewesen? Naja, egal. Wohl. Jetzt bin ich hier? Willst du mich? Okay. Das ist seltsam. Ich gehe. Alarm! Alarm! Weiter auf Befehle, Miss J. Okay. Ups. Na, ach, die ziehen zwei Herzen ab. Was zur Hölle? Unser erster Tod, Leute. Macht steigt mit der Anzahl, Miss Jade. Huh. Carson und Peters Kapitel 21. Ich finde, es ist echt schwierig, dieses Kampfsystem teilweise. Wenn ich einfach so drauf kloppen kannst, dann sorgt das schon für ein paar Probleme. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Komm, hier sind wir nochmal. Bist du da? Typi. Ja, wieso hängst du denn jetzt da irgendwo? Komm mal hoch. Das schaffe ich nie allein. Springen. Kommst du mit? So, jetzt geh vor. Oh mein Gott. Grad nervt. Lauf! Sie spielen gerade ein bisschen Wahnsinn hier. Los jetzt! Check! Das ist seltsam. Ich gehe. Alarm! Alarm! Ja, Sir! Bitte erlaubt, Eindringling! Eindringling! Okay, den hätten wir. Oh, das ist hier, oder?
Nee, das ist gar nichts. Das war gefühlt irgendein Tier. Wieso ist da ein Zug? Kann ich... schon sozusagen neu laden, indem ich das mache? Nö. Na, da halt nicht. Gut, fahren wir weiter. Komm. Lassen wir uns diese nervige Stelle hinter uns. Kaufen wir lieber noch ein bisschen ein. Konto-Identifizierung. Gib mir. Okay. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie voll. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder. Ein Starkurs stellt ein Herz ich der Lebensenergie weiß, wieder her. Ich weiß. Oh. Check. Okay. So, Amoeba Saltans. Amoeba. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Okay. Fahren wir nochmal zurück. Ich will nur sicher gehen, dass dieses Blubber-Ding... Willst du mich verarschen? Wir kriegen dieses Blubber-Ding, ich sag's euch. Mache ich gleich aus dem Aufzug ein Foto. Fahren wir noch zurück. Was immer dieses Blubber-Ding ist. Das ist super schüchtern. Ich will jetzt wissen, ob das ein Vieh ist. Jetzt nochmal zurück. Ich muss ja jetzt gerade nicht auf ihn warten. So. Gehen wir wieder zurück. Die Kiste ist ja schon da. Ah, das ist genau mein Sprung. So. Da ist die Tür, die er kaputt gerannt hat. Willst du mich verarschen? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich will es nochmal. Also kannst du schon ein bisschen Stelle laufen und dann verschwindet es. Schleichen ist auch nicht das Rätsels Lösung, scheinbar. Etwas irritiert. So. Jetzt ist es schon weg. Ach, fick dich, ganz ehrlich. Fick dich. Nee. Nee. Dann bleibt dieses Vieh halt weg. Vielleicht komme ich später nochmal dazu, die Chance zu haben, dem ein Foto von dem zu schießen. Dein Ernst? Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Rasen und wieder! Ja, Sir! Attacke! Hasen und wieder! Ach, ich hab ja noch einen. Komm mal her. Check! So, fast übersehen.
So, die nehmen wir mit und die nehmen wir auf. Ein dreieckiger Schlüssel. Sehr schön. Perfekto, ich nehm's auf. Geilo. Komm, einmal speichern. Boah, flitzt mittlerweile richtig. Okay. Eine Perle. Cool. Fast komplett übersehen. Ah, du gibst neue Schienen, das wollen wir natürlich nicht. Aber sinnvoll, dass das da ist. Ich brauche einen besonderen Schlüssel, Miss Jade. Ah, ich habe zwei davon, okay. Ich brauche einen besonderen Schlüssel, Miss Jade. Na dann. Check! Cool. Kinderspiel, das war doch gar nichts. In der Offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten Jahr. Falls es hilft. Mein Panzer ist gegen ihre Laser resistent. Cool. Ups, da... kannst du... Okay. Erstmal drücken. Wäre sehr hilfreich. Dankeschön. Check. 24.de. Was? Check. Was ist das für ein Level? Check. Warum kannst du durch die durchlaufen? Sie kommen in der Zentralhalle aus. Los, machen Sie ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier schmiere. Ist da. Soll ich da hinten wahrscheinlich, ne? Ich habe das letzte gefunden schon. Ich wollte einfach dieses Geld haben, deswegen habe ich sie kaputt gemacht. Oh, das ist richtig gut. Hier so ein Tritt so. Ja, ich muss mich kurz erst unterhalten. Oh, warte. Das ist richtig fantastisch. So, können wir das? Ja, aber das wird doch wesentlich dramatischer. Gut, wie geht's jetzt weiter? Also irgendwelche Wege nach oben, irgendwelche Schalter. Sieht nicht danach aus. Ah, hier wahrscheinlich dann, ne? Paige musste all dies auch durchmachen. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Er lebt, Miss Jade. Die legen viel Wert darauf, sie am Leben zu halten. Check! Ach so, nein. Du Idiot. Laufe ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Hä? Wie
schon erwähnt, dass ich diese Anlage nicht raffe. Ich raff sie ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hab doch... Hä? Was zur... Hölle? Tür ist offen, okay, aber... Geht's hier irgendwie weiter? Übersehe ich irgendwas? Drücken. Ah, okay, ich kann die Tür wieder zumachen. Nicht irgendwie... Das habe ich ja schon erledigt. So. Also, ich muss ja irgendwie auf diese anderen Eingänge kommen. Liege ich... Meine Vermutung, dass ich von hier aus da gar nicht hinkomme. Sondern dass das alles irgendwie verschiedene Ebenen sind. Weil keiner meiner Gänge hier grenzt irgendwie zu diesem Gebäude an. Das heißt, wir müssen jetzt wieder raus. Komplett. Wenn mich alles nicht täuscht. Ernsthaft, da ist so ein Quallending. Geh weg, Typ. Auf! Ja, hau ab! Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Hey! Ich hab gesagt, geh doch weg. Mach Super Action oder sowas. Ich hab das da eben rausgekriegt. Geil! Timorea Sap... Was? Saponifera. Noch einmal vielen Dank, Jade. Heilige Kacke, ey. Ich sag's dir. So, da hast du keine Zeit. Du musst direkt Foto machen. Ah, wir haben's noch mitgenommen. Echt gut, hier doch mal gucken können, ob es nicht hier ist, ne? Aber damit würde ich sagen, haben wir hier alles erreicht. Sind fertig. Ja, brauchen wir nicht. Scheiße, wir müssen auf der anderen Seite raus. Oh. Ach doch, wir können. Ach klar. Ich bin so doof. Hier geht's natürlich noch viel weiter. Nämlich hier lang. Ja, weiterfahren. Ganz vergessen. Scheiße, bin ich heute vergesslich. Type! Danke. So. Innere Gräben. Ich habe ich schon. Erstmal das gut.
schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Wir treffen uns später wieder. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Carson und Peter, Seite 824. Alarm! Alarm! Out! Out! Oh, alter Type. Das kann doch nicht richtig sein. Willst du mich verarschen? Eindringling! Eindringling! Boah, Alter. Okay. Meine Güte, dein Ernst? Oh, holy Kacke, ey. Ich hab gerade echt Sprung auf der Plattform gemacht, du Scheiße, ey. Oh mein Gott. Ich dachte, ich geh jetzt drauf, ganz ehrlich. Neblig. Wieso stehen die alle da vor mir? Wo guckst du denn hin? Kann ich, pass auf, kann ich Folgendes machen? Wenn der nicht guckt. Ich gehe. Halte die Augen offen. Partner hat Probleme. Nichts. Partner hat Probleme. Eindringling. Okay. Das Ding darf mich nicht finden. Och, komm. Partner hat Probleme. So. Was ist das denn? Kann man... Nicht! Partner hat Probleme! Eindringlich! Okay, den, wenn ich den Roten anschieße, wissen die direkt, wo ich bin. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Da kommt Alarm. Okay, wie zur Hölle komme ich da denn durch? Jetzt mal ganz ehrlich, sobald es. Jetzt einfach laufen. Ach, hier geht's weiter im Nebel. Warum macht die das? Eindringling! Oh, meine Fresse. Das ist eine beschissene Stelle. Vor allem mit dieser Kamera. Ich
Okay, und die kann auch sogar Purzelbäume. Cool. Ah! Lauf doch nicht hoch! Oh mein Gott, ey. Und jetzt First Try, würde ich sagen. Umgedreht, das heißt. Okay, ich bin durch. Holy shit, ey. Holy shit. Was haben wir denn hier? Au! Okay, wenn wir kein Gewischt kriegen wollen, muss ich zuerst den Strom unterbrechen. Warum? Kann ich das nicht einfach schlagen? Okay, Strom unterbrechen. Geht. Wie? Schalter Elektro. Hast du noch was vergessen? Hallo. Der will mich doch verarschen, oder? Ich soll den Strom unterbrechen, aber wie denn bitte? Ja, aber der hat ja kein Volt. Muss ich vielleicht durch die Lichtstrahlen auf den Schalter da hinten werfen? Kann das sein? Das Ding muss ich doch irgendwie deaktivieren können. Bin ich jetzt... Ups, falsche Taste. Ich esse jetzt einmal was. So. Strom abstellen. Sehen. Nee, absolut nichts. Ups, hier kann man echt nichts mehr machen. Ja, das weiß ich. Aber wieso ist denn... Nee, da muss Dings rein. Wie, jetzt, was zur Hölle? Wie soll ich denn... Ging's doch gar nicht weiter. Ist das der Strom? Dein fucking Ernst! In dem Tritt vor. Oh mein Gott, ey. Ich darf nicht so lange Pause machen. Das vergesse ich so viel. Wieso geht der Strom jetzt wieder an? Oh.
Relativ human. Aber glaube ich ganz gut gemacht. Und den noch mit. Oh, da haben wir noch was. Okay, ich versuche mal was. Da hinten an die Kiste kommen. Nein, wir dürfen das nicht treten. Geil. Secret. Perfekt, ich hab's. Cool, cool, cool. Money und Secret Room. Eindringling! Eindringling! Was? Wie hast du mich denn gesehen? Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Alter, Eindringling. So, wir warten jetzt, dass sie sich wieder richtig positionieren. Dass sie wieder vorbeischleichen können einfach. Was schön, dass... Alarm! Alarm! Alter! Ich will doch nur hier raus. Holy GM. Warum haben die mich denn jetzt gesehen auf einmal wieder? Das verstehe ich nicht. Okay, da ist eine Kugel. Ich sehe aber keinen Schalter. Ich muss dahin. Shuttles ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Okay, da bin ich noch nicht im Foto. Gucken, ob ich eins schießen kann überhaupt, aber ich bezweifle es gerade. Und? Nee. Habe ich irgendwie auch nicht erwartet. So, wir machen bis zum nächsten Checkpoint. Du hast nichts mitbekommen. Licht! Kommen wir das mal auf. Sehr schön. Ich hab da was gesehen. Alter! Dein Ernst? Schmeiß doch Minen nach mir. Ich finde diese Map absolut nicht hilfreich. Ich kann die. Oh! Da haben wir den Speicherpunkt. Da kommen wir nicht hoch. Na dann! Einmal das Ganze speichern und dann war's das auch für heute. Nummer. Part Nummer 4. Sind wir. Alles klar. Wir gucken nochmal kurz auf die Map. Ich habe keine Ahnung. Ah, wir sind in dem Raum. Warte. Moment, wenn wir in dem Raum sind, dann müsste es doch angeblich hier weitergehen. Aha. So. Und bevor ich das nächstes Mal vergesse,
auch weiter. Wir machen das gerade schnell. Dann speichere ich nochmal auf Part Nummer 5. Okay, wir müssen da das Dingsen, dann kriegen wir da die Sicherung. Ich verstehe. Letztendlich haben wir irgendwo in dem anderen Raum ein Kästchen. Ist der hier? Da ist er. Vielleicht haben wir jetzt die Chance auf eine Sicherung. Okay, cool. Das ist jetzt raus. Das ist gut. Welche Tür ist das? Ach, ich will weiterspielen. Ah, okay. Das ist okay. Da kommen wir auf jeden Fall weiter. Gut, dann benutzen wir doch nochmal. Machen jetzt auf 5 einen Speicherstand noch. Und dann haben wir's. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.